Moin moin meine lieben Freunde der Foxmusik und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Fallout 4. Wir packen mal eben schnell ein bisschen Schrott hier rein. Wobei wir das nicht tun sollten, denn wir sollten erstmal den ganzen Schrott... Also hier wird fleißig gearbeitet, muss man ja sagen. Hier hat es die ganzen Dinger drin. Okay, da können wir schon mal ein bisschen was ausräumen. Zum Beispiel die zwei Mollys. Wir sollten gleich auch was verkaufen gehen. Da können wir reinpacken. Ein Moment, ja. Stimmt schon. Arcadias Schild raus. Bollwerk raus. Helm des hohen Beichvaters raus. Raider Power Helm. Das lassen wir gerade mal eben schnell, weil ich da nicht genau weiß, ob wir da schon. Ich glaube, mein Schwein pfeift. So, ein Wäffelchen können wir hier bestimmt auch nochmal ablegen. Gaussgewehr. Ist gut, behalten wir. Die behalten wir auch. Den Super haben das Scharfschützengewehr. Das kommt raus. Das Institutgewehr auch. Der Fat Man. Schnellzieher 44er Pistole. Weg damit. Okay. Blut von Leuten zu vergießen, die es nicht verdient haben. Mann, ich mach mir nicht viel aus gut vertragen. Da gibt's nichts als Ärger. So, hier haben wir die Raider 1. Die ist komplett fertig. Und die Raider 2 ist auch komplett fertig. Das heißt, das können wir einfach mal ganz rigoros verkaufen gehen. Genauso wie die anderen Waffen, die wir noch dabei haben. Irgendwie schweigt mein Five, genau. Ja, dann gehen wir doch nochmal eben schnell zum Good Neighbor und verkaufen da ein bisschen was. Ah, da sollen wir alle Feinde erledigen. Ach so! Das habe ich jetzt auch verstanden. Ich hätte nochmal ein Power-Dingsbums mitnehmen sollen. Na egal. Können wir uns da auch kaufen. Hätte ja mal welche. Von Liste unterwegs können wir das mal machen. Eine Waffe besser griffbereit. Jede Waffe, die du hier siehst, könnte den Unterschied. Dann lass mal sehen, was du so hast. Ich hätte ja Cleo hacken können. Das ist ja witzig. Mache ich gleich mal. Mal gucken, ob ich da irgendwie das Geld abnehmen kann oder so. Fatman kommt weg. Es gibt mir schon Superhammer. Weißt du was? Verkaufe ich jetzt auch einfach. Genauso wie das und das. Dann die beiden. Machen wir sonst noch was? Oh, ich habe den ganzen Scheiß in der Tasche gelassen, den ganzen Schrott hier. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Aber gut, da können wir jetzt gerade auch nichts dran ändern. Fusionskern. Kaufen wir mal ein. So, haben wir wieder ein bisschen Munition. Pass auf, jetzt speichere ich mal ganz kurz eben. Jetzt versuche ich mal zu hacken. Einheit abschalten. Du haust vor was ab? Willkommen zu Hause. Was ist, wenn ich jetzt wieder einschalte? Hey, Cleo. Keine Sorge. Ich teste die Waffen nur an Kunden, die ich nicht mag. Okay, nicht, dass uns das jetzt irgendwie negatives Karma gebracht hat, deswegen machen wir das mal kurz eben wieder aus. Wir reisen nochmal eben nach Sanctuary zurück, denn wir wollten nochmal eben schnell alles einsortieren da. Das ist wichtig. Lade mal ein bisschen schneller. So viele Dateien sind das doch gar nicht, die da zu laden sind. Mann, 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 Mann,
So. Eines Tages wird Sanctuary eine pulsierende Gemeinde sein. Ich habe es gesehen. Ich habe auch schon so vieles gesehen. So, das legen wir mal eben schnell hier alles ab. Dann werden wir auch ein bisschen leichter. So, jetzt müssen wir in das Menü rein. Das könnte daran liegen, dass du gerade alleine bist. Diese blöde Kuh muss natürlich jetzt hier durchs Bild rennen. So, sonst haben wir, glaube ich, alles hier, bis auf so eine blöde Dose. Die kann aber vorher schon da gelegen haben. Das weiß ich jetzt gerade nicht so genau. So, jetzt sind wir fertig und jetzt können wir die ganzen Sachen in die Werkstatt reinpacken. So, achso, der ist jetzt schon drin, genau. So, jetzt können wir reisen nach hier drüben, denn da können wir jetzt mal kurz eben alle Feinde erledigen, am University Point. Ich bin gespannt. Na komm, mach hin. Wuh, andere Menschen. Schau mal, hier ist ein Railroad-Signal, Symbol, oder? Tja, und jetzt müssen wir aber gleich. Ja. Hier war das Institut, ich erinnere mich. Wir sollten in Bewegung bleiben. Hier sind wir echt verwundbar. Okay, irgendwie juckt den das überhaupt nicht. Das Zeug wohl nicht verkommen lassen. Ich fühle mich schon fast ein bisschen schlecht, aber andersrum sind es ja auch nur Sünds, ne? Brauchen wir uns ja nicht schlecht für fühlen. Aber irgendwo geht hier die Party steil. Die juckt das einfach nicht. Auf Befehl des Instituts müsst wer oder was auch immer sie sind. Ich weiß, dass sie da drauf kommen.
Irgendwie ist das ineffektiv. Sollte mal treffen. Naja, es ist wenigstens ein bisschen Action hier gerade. Der ist zwar schon alt, bringt einem aber irgendwie jedes Mal nochmal so ein bisschen zum Nachdenken. So, jetzt noch ein bisschen Klingkorn. Boah, jetzt ein Korn immer. Gibt's hier auch noch was? Mal schauen. Wo fährt man denn sein Jetpack? Ich weiß nicht wieso, aber ich kann nicht widerstehen, auf diese Möwen zu schießen. Ich finde das irgendwie unglaublich witzig immer. Plötsch! Okay, da hinten ist immer noch das Luftschiff von der Stehenden Bruderschaft, aber es sollte ja eigentlich ziemlich, naja, leer sein jetzt, nicht? Kommen wir überhaupt irgendwo rein? Ich befürchte fast, wir sollten hier nicht sein. Ah, warte mal, doch, hier ist eine Tür. Warte mal, wenn hier eine Tür ist... Ich glaube, die können ihre Kaution vergessen. Dann gibt's ja auch was zu holen, wie zum Beispiel hier unten auf der Toilette das Lunchpaket. Oh, kommen wir von hier wieder zurück? Oh, wie schön, Meierlöck-Eier. Dann weiß ich ja, was jetzt gleich schon wieder passieren wird, ja? Ja. Zum Glück habe ich ein Jetpack. You must kill all Möwen. Ja, so sieht's nämlich aus. Denn Möwen sind böse. Wenn man eins von den Excrematory Grindfuckern gelernt hat, dann das. Wieso wackelt ihr denn, ihr lieben Eier? Quitsch, Quatsch, Meierlockmatsch. Warum auf der Toilette ein Lunchpaket ist? Ja, wenn es mal wieder länger dauert. Ist doch ganz klar. Wie gut ich zielen kann. Oh, was sind das da hinten? Oh, ein Jaguar. Pff.
Heilandsblechle! Du bist aber ein böses Bärchen! Da gehe ich aber doch lieber rein. Hallo Vegeta. Boah, böses Ich glaube, jetzt habe ich vom Mikro geschabbert. Schluss mit lustig! Schluss mit lustig! So, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Türen sperren, Meister. Das war's dann. Ja. Hallo, Servus. Haben sich wohl aus dem Staub gemacht. So, erstmal knacken. So, knack, da ist dann gerade mal kurz der Schlüssel abgebrochen. Ne? Das ist ja blöd. Das kommt in den besten Familien vor. Lass mir das. Das nehmen wir mal alles mit, gerade mal. Das ist alles in Ordnung. Hier können wir wahrscheinlich gerade nur noch das Ding. Oh, das Dekans. Moin, Mike. Das freut mich, dass du frei hast. Ich auch. Wir machen aber dann doch nicht bis 17 Uhr. Wir machen jetzt erstmal die Folge zu Ende. Dann ist es ja schon ungefähr 20 nach. Dann machen wir noch eine, also eine halbe Stunde noch. Und dann ist erstmal Sense. Vielleicht geht es heute Abend noch weiter. Das weiß ich noch nicht genau. Weil ich muss gleich weg. Ich habe gleich noch einen ganz wichtigen Termin. Ich muss mir nämlich im Maul rummorkeln lassen. Also erstmal reingucken. Ich hoffe, dass er nicht rummorkeln muss. Ah, oh, jetzt juckt es bei mir im Ohr. Das ist so eklig. Über meine Forschung, was wird der Verwaltung gebraucht? Du hast keine Freigabe. Tut mir leid, aber die Sache ist beschlossen, wie die Rechtsabteilung das schon mitgeteilt hat, reagiert das Militär ein wenig verstimmt, wenn man sich aus einem Vertrag mit ihnen rauszuwinden versucht. Ich hätte gerne meinen Tee. Und nein, ich kann dir nicht sagen, wo das Labor ist oder worum es in meinen Forschung geht, da du keine Freigabe hast. Das musst du mit Colonel Rosemond. Das musst du mal nach 5 Bier trinken. Colonel Rosemond. Geht gut. Da kann man sich auch besoffen mit ausweisen. warum ziehst du das auf diese persönliche Ebene? Die Universität macht eine Menge Geld damit und irgendwann wird die Geheimhaltung so aufgehoben. Dann gibt es noch viel mehr. Ja, über meine Forschungen. Ich mache mir jetzt vor, der wahre Grund, warum du mich als Leiterabteilung ins Spiel bringen wollte, sind meine Geschäftskontakte im privaten Sektor. Nimm einfach das Geld an und lass mich mit meinen Forschungen. Du kannst dir das bestimmt. Okay, das ist auf jeden Fall irgendwas, ne? Die tun da ganz unlautere Dinge. Warum auch nicht? Würde ich ja auch machen. Wenn das Geld stimmt. Oh, knack. Wieso denn immer knack? Cool. Dann haben wir. Hey, denkst du, das könntest du gebrauchen? Was denn? Oh, das da. Ja, durchaus. Sind ja nur zwei Stimpacks. Gut, dass ich da nicht drauf geachtet habe. Okay, wo müssen wir jetzt hier überall noch ein bisschen Randale machen? Hallo, offenbar ist ihr Versuch, das sich zu tarnen, fehlgeschlagen. Ja. Offenbar ist. Den treffe ich doch nie! Geh doch mal weg, du Hirn! Mensch, Onkel, aus dem Weg! Ja, lad erstmal, lad mal in aller Seele rüber. Ach, genau. Ach, guck mal, jetzt geht aus dem Weg. Wie schön. Ich brauche einen Stimpack. Also, warte, gehen wir mal klopfen. Ich glaube, das auch bald, dass wir nicht so ganz allein sind. Ganz schön erwischt.
Oh, sind Anführer. Hat dich jetzt aber... Dieser Hammer. Habe ich da schon die rechte Klaue abgehauen oder was? Scheint so. Man könnte sich doch noch gütlich einigen. Das nehmen wir auch alles mit. Die Eier schnappen uns auch natürlich wieder. Der Raum sieht mir irgendwie so aus, als wäre hier noch was weiteres. Oh, warte mal, da ist noch irgendwo was. Mal irgendwo durchwursteln. Es wird nicht lange dauern, bevor ich sie entdecke. Bitte senken Sie Ihre Waffe. Sie sind hier irgendwo. Hey, wo ist denn der schon wieder? Ah, da. Kehre zurück zum Angriff. Hat mich ganz schön erwischt. Gut. Nur ist ruhig. Was war denn da Schönes? Elektromagnetische Kartuschen. Die sind immer gut. Die sind nämlich teuer. Track, 0 Treffer. Track. 1 Treffer. Okay, das machen wir nochmal neu. Das ist kein Schnodder, das ist Stein. Freed. Es sind doch nur... Nee, es sind mehr als... Freed. Das könnte das sein. Null! Okay, es ist nicht das E. F kann es nicht sein. Das R kann es nicht sein. Das E könnte es sein. Geschafft. Benutzeraufzeichnungen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Josephine, ich weiß nicht, was ich machen soll. Unsere Tochter hat... Hast du da eigentlich Zucker reingeknallt? Gut. Unsere Tochter hat etwas in den Ruinen gefunden. Irgendwelche Daten. Ein Mann ist in die Stadt gekommen und hat gesagt, er wäre vom Institut. Er hat den Bürgermeister bedroht und die Stadt ist jetzt in Aufruhr. Wir wissen nicht, ob dieser Typ echt ist oder nicht, aber er scheint gefährlich zu sein. Und die Gerüchte in der Stadt sind fast noch schlimmer. Und jemand hat Jacqueline Jacqueline bezichtigt, eine Schön zu sein. Die Leute, mit denen sie ihr ganzes Leben lang aufgewachsen ist, wollen sie jetzt diesen Mann übergeben oder aus der Stadt verbannen oder ihr noch viel Schlimmeres antun. Da Jacqueline! Du warst so stolz, Jack. So möchte sie jetzt genannt werden. Jack. Jack, sie möchte Jack genannt werden. Ah ja, okay. Jacqueline will sich Jack nennen. Warum auch nicht? Hat dann eine Notizen über den Mail-Transfer gefunden und hat die Verordnung angebildet, dass sie auf einer Jagd nach Lurks und alles relativ wurscht. Josephine, das ist 3 Jahre her, seit du gestorben bist und ich denke immer noch jeden Tag an dich. Ich wünschte, du könntest sehen, wie sehr Jacqueline gewachsen ist. Letzte Woche war ich in der 6. Geburtstag und ich habe ihr deinen alten Werkzeugkasten gegeben. Wie du es immer wolltest. Am nächsten Tag hatte sie einen halben Laden auseinandergenommen. Sieht dir so ähnlich. Bla bla bla. Immer diese sentimentale hier Wurst hier. Was gibt es denn hier noch? Außer ein Aluminiumkanister, der aus Benzin besteht. Also ein Benzinkanister, der aus Aluminium besteht, aber nicht Aluminium beinhaltet. Ach, ist ja wurscht. Das musst du natürlich schon wieder machen. Geschafft.
So. You did. haben wir hier noch irgendwas? Nee. Oh, doch, da eine Karotte. Aber sonst, die ganzen Feinde sind auf jeden Fall besiegt. Das heißt, wir können eigentlich rausgehen. Gut. Lord Jan, nur für den Fall, dass du jetzt nicht großartig drüber nachgedacht hast, du weißt, was Gatt ist, ne? Boah, komm ich da oben irgendwie rein? Terminal des Bürgermeisters. Na, das könnte ja auch nicht unbedingt uninteressant sein. Protokolle, Band abspielen. Als Vorsitzender des Stadtrats berufe ich die Sitzung ein. Heute Abend nehmen Perry Owens, Gerald Spencer, Sylvia Cooper und ich selbst, Bert Strickland, als kommissarischer Vorsitzender des Stadtrats teil. Worum geht es hier, Bert? Ich habe Weizen, den ich einfahren muss. Gestern hatte ich einen sehr verstörenden Besuch. Ich konnte eine Unterhaltung aufzeichnen und ihr solltet sie euch am besten anhören. Ich finde darüber nichts in meinen Aufzeichnungen. Was genau wolltest du gleich nochmal? Treib keine Spielchen mit mir. Wir wissen, dass ein Mädchen hier Daten aus der Vorkriegszeit gefunden hat, die mit Energieforschung zu tun haben. Und du wirst sie mir geben. Ich weiß wirklich nicht, welche Daten wir deiner Meinung nach haben sollen. Wir sind nur Bauern und Fischer. Ich werde mich gern für dich umhören, aber bitte steck die Pistole weg. Hör zu, mit mir kann man ja reden, aber das Institut will diese Daten. Du hast 2 Tage, sie mir zu beschaffen. Dann ziehen wir andere Seiten auf. Oh Gott, Jacqueline. Verdammt, soll ich nochmal... Was hat deine Tochter getan, Gerald? Sie hat gesagt, dass sie an was dran ist in diesen alten Terminals, die sie repariert. Aber ich glaube nicht, dass sie tatsächlich was gefunden hat. Bullshit! Ich habe letzte Woche gehört, wie sie mit diesem Händler geredet hat. Es ging um irgendwas mit dem 10-fachen Preis, als wenn sie es in Diamond City verkauft. Okay, lasst mich einfach mit ihr reden. Ich finde raus, ob sie die Daten hat oder nicht. Setz dich, Pete. Wir müssen hier alle die Ruhe bewahren. Behaltet das fürs Erste bitte für euch. Wir wollen hier auf keinen Fall eine Panik auslösen. Auf keinen Fall. So, gut. Wir haben das gehört und verstanden und begriffen und außerdem haben wir das auch... Why is there a shield lying on the platform? So, wir machen hier erstmal wieder einen kleinen Cut. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Alles Gute, danke schön fürs Zuschauen und ciao.